Es ist eine gewaltige Landschaft. Und im Herbst kommt noch was Besonderes dazu. Von da herum sieht man eigentlich erst, wie weitläufig das Ganze ist. Da ist noch Platz für die unberührte Natur. Ob ausgezeichneter Flieger, exzellenter Schwimmer oder einfach nur die atemberaubende Landschaft. Unsere Heimat hat vieles zu bieten, auch seltene und scheue Besucher. Da in der Natur unterwegs zu sein, ist schon ganz was Spezielles für mich. Ja, und dann steht er da, der Dachstein. Da heroben findet man sie wieder, sozusagen von Angesicht zu Angesicht mit den eigentlichen Bewohnern. Und wenn man auf das Ganze dann runterschaut, dann fühlt man sich klein, zu Recht ein bisschen demütig. Im Land am Dachstein. Die Berge rund um den Dachstein sind ein extremer Lebensraum. Fast ein halbes Jahr lang haben Eis und Schnee das Land fest im Griff. Das zwingt die Wildtiere an exponierte Stellen und an ihre Grenzen. In dieser Zeit gilt es für alle, die keinen Winterschlaf halten, mit ihren Kräften sorgsam umzugehen. Denn der Winter ist noch lang. Schneidend peitscht der Wind die Eiskristalle über die Hänge. Hier, oberhalb der Baumgrenze, kann er seine ganze Macht entfalten. Und doch sind trotz dieser unwirtlichen Bedingungen ganze Gämsenrudel an den steilen Graten zu finden. Die Tiere sind perfekt an das hochalpine Klima angepasst. Ein dichtes Fell schützt sie vor der beißenden Kälte. Und die Gämsen können ihre Körpertemperatur absenken, um so lebensnotwendige Energie zu sparen. Der Schnee, der unten im Tal alle Nahrung unter sich begraben hat, ist hier längst verblasen. So sind die Gämsen zwar dem eisigen Wind und der klirrenden Kälte ausgesetzt, dafür gibt es hier oben, selbst im Hochwinter, etwas zu fressen. Wichtig ist nur, dass die Tiere jetzt keinem weiteren Stress ausgesetzt sind. Darauf achten verantwortungsvolle Skifahrer und Tourengeher ganz besonders. Hermann Mayer ist mit dem mehrfachen Weltmeister im Synchron-Skifahren Hans-Peter Steiner unterwegs, der von Kindheit an jeden Hang in den Bergen rund um den Dachstein kennt. In der Region ist es wirklich super zum Tiefschneefahren oder im freien Gelände unterwegs zu sein, weil man einfach, ob man da bei den Skibergen oder drüben am Dachstein, wir haben halt immer, gerade sagen, den ganzen Winter, entweder oben am Dachstein oder da, gute Verhältnisse für so Sachen. Inwieweit wird darauf achtgeben, dass sie die Leute nicht zu viel eigentlich in den Ruhezonen bewegen mit den Ski? Ja, in der Region bemüht man sich schon, dass man einfach das gut ausweist und dass man einfach schaut, dass die Skifahrer wirklich auf diesen Skirouten, auf diesen ausgegebenen, schaut, dass dort fahren und nicht überall nur wild in jedes Gelände reinfahrt. Dann glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir eben nicht nur den Naturschutz predigen, sondern dass wir eben auch leben. Das glaube ich, wird da ganz entscheidend sein. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, wo eben die Eigenverantwortung wieder eine große Rolle spielt. Dann stürzen sich die beiden in den Tiefschnee. Trotz schwierigster Schneeverhältnisse ist es eine Augenweide, den beiden Könnern zuzusehen. Abseits der Skipisten
ist das Land rund um den Dachstein im Winter eine der unzugänglichsten und verlassensten Gegenden Mitteleuropas. Immer wieder kommt es vor, dass heimliche Besucher diese Wildnis durchstreifen. Selten beobachtet, sind sie immer noch gefürchtet. Die Angst vorm bösen Wolf sitzt tief, obwohl hunderte Wölfe in den Wäldern unserer Nachbarländer zu Hause sind. Im Süden, in Slowenien und Kroatien, gibt es mehrere Wolfsrudel. In Frankreich und Italien sind die Tiere schon längst wieder heimisch geworden. Und in diesem Jahr hat es sogar im schweizerischen Graubünden Nachwuchs gegeben. Junge Wölfe, die ihr Rudel verlassen, um eine eigene Familie zu gründen, können gewaltige Strecken zurücklegen. Die Wälder rund um den Dachstein wären optimal für diese Pioniere. Sie liegen am Schnittpunkt möglicher Wanderrouten zwischen den Westalpen, den Karpaten und dem Balkan. Zurück in die Zivilisation. In eines der größten Skizentren der Ostalpen, nach Schladming. Hier hat Hermann Mayer einige Jahre in der Skihandelsschule verbracht. Was liegt näher als ein Abstecher bei Christian Höflehner, einem alten Weggefährten? Zum Starten. Hab ich Servus. Servus. Grüß dich. Christian. Wie geht's? Geht schon. Na, das. Grüß euch. Hallo. Das passt jetzt super. Jetzt haben wir einen super Mann da, der uns da eine lästige Spur abziehen wird, hoffentlich. Gut, Strecke frei. Wolf ist unterwegs. Das ist also die Linie eines dreifachen Riesenslalom-Weltcup-Siegers. Schaut so aus, wie wenn der das schon mal gemacht hätte, gell? Dem gilt es nachzueifern. Das müssen wir auch, steht sie gleich auf. Sehr sauber. Gerade ein bisschen am Schuh rausgerutscht, gell? Ja. Für uns nicht gefällt. So, und wie ist es gegangen? Wirst du viel kommen? Ja, oben hat es eigentlich super ausgeschaut. Also über die Wellen drüber. Wie wenn du nie aufgehört hättest. Nein, ja, gut, man merkt schon, das war ein bisschen verkrampft, aber vom Gefühl her war unten super gesteckt. Und dabei, ne? Hat sich irgendwas speziell seit unserer aktiven Zeit noch was geändert jetzt? Also ich glaube, der große Unterschied ist zu der Zeit, wo wir in dem Alter waren. Gell? Früher sind wir oft wild in den Wald reingefahren, Waldwegerl und so weiter. Das geht halt nicht mehr. Erstens darfst du es oft einmal nicht. Und auch vom versicherungstechnischen, verantwortungstechnischen ist das natürlich sehr schwierig. Das Wild wird sich auch danken, weil es eine gewisse Ruhezone im Wald. Genau, das hat uns auch noch gespart. Muss ich auch gestehen, das haben wir als Kind auch nicht so eingehalten. Ja, und das denkst du auch gar nicht. Gell? Das Tourengehen. Pumpt natürlich im Moment ganz. Touren gehen, ja klar, ist der Drang, wie soll ich sagen, abseits der Massen zu kommen, ist natürlich sicher ein großer. Und sag ich mal, je ruhiger ich es habe und je mehr dass ich allein bin, desto lässiger ist es natürlich. Aber das ist aber das Wichtige, eben das Alleinsein als Skirennsportler, bist du auch allein am Start. Ja, in dem Sinn weiß ich, dass es sehr ehrgeizig seid, das sieht man eh. Aber es wird sogar hin und wieder vielleicht ein paar Rückschläge auch haben. Beim Skifahren jetzt dann, der andere wird es vielleicht einmal weh da oder sonst irgendwas. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr den Mut verliert. Macht es gut, bis anders mal. Für den. Danke, servus. Es ist Hochwinter. Schwer liegt die weiße Last auf den Bäumen. Weite Flächen sind unter der dicken Schneeschicht, die ein Fortkommen nahezu unmöglich macht, regelrecht versunken. Weiter oben ist gerade das Vorspiel zu einem der bizarrsten Spektakel des Winters in vollem Gange. Zu diesem Zweck markieren Damsböcke ihr Revier. Dann beginnt die große Hatz. Es ist Paarungszeit und es gilt, die Rivalen aus dem Feld zu schlagen.
Ziel der ganzen Anstrengung ist es, die Gunst einer Geist zu gewinnen. Doch da gibt es weitere Hürden zu meistern. Letztlich entscheidet das Weibchen, ob es auf das Werben dieses Gamsbocks eingeht oder einen anderen erhört. Die beiden Weibchen zeigen diesem Freier die kalte Schulter. Der Schnee, der auf den Bergen so viele Wildtiere in einen täglichen Überlebenskampf zwingt, ist für Tiere, die den Großteil des Winters im Stall verbringen, offenbar eine willkommene Abwechslung. Die Ramsau am Fuße des Dachsteins ist Pferdeland. Und das seit Jahrhunderten. Hans, grüß dich. Oh, Hermann, grüß dich. Prächtiger Wintertag heute. Du, ich spann gerade mein Ros ein für meinen Traditionssport, meine große Liebe. Das ist das Garselfahren. Das gibt es nämlich schon seit Jahrhunderten in Österreich. Das ist, wird mit der Norika Rasse, mit der Rasto immer wieder gemacht. Und wir haben es bis in die heutige Zeit immer gerettet, diese Rennen. Und gehen heute noch in ganz Österreich zu den Rennen. Und Kitzbühel, glaube ich, speziell. Kitzbühel haben wir fast gleich oft gewonnen. Ja. Du meine fünfmal. Wie oft hast du gewonnen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Fünf, sechs Mal. Ja, ja. Und ich und mein Kerl, wir fahren da miteinander. Wir fahren der und ich. Wir haben jetzt auch schon meine mindestens oft gewonnen in Kitzbühel. Ja, und das hat einfach eine Tradition, oder? Bei euch speziell oder in der Region jetzt da? War früher viel stärker verbreitet und heute ist das Pferd natürlich in vielen Bereichen tätig. Viele Leute, die was mit einem Warmblut nicht zurechtkommen, nehmen sie heute einen Norika, weil es ein Gemütstier ist und trotzdem alle Bereiche abdeckt. Aber ich halte halt eben den Sport Garselfahren aufrecht. Hättest du nicht Interesse, dass du ein bisschen probierst? Woher der Ausdruck Garselfahren kommt, ist nicht mit Sicherheit zu klären. Die plausibelste Erklärung lautet der Rennschlitten. Das Garsel ist so filigran und schmal gebaut wie eine Geiß. Deshalb Garselfahren. Wie dem auch sei, es kommt zu einer ersten Trainingseinheit, bei der sich Norika Stute Mia Sissi ordentlich ins Zeug legt, während Hermann Mayer unter fachkundiger Anleitung von Hans Stocker die Zügel führt. Bald scheint es ein blindes Verständnis zwischen Mia Sissi und Hermann zu geben. Kein Wunder, schließlich sind sie ja beide Kitzbühel-Sieger, gemeinsam 11-mal. Wenn die Tage länger werden und die Strahlen der Sonne an Kraft gewinnen, beginnt das Land, die kalte Last abzuschütteln. Nach einem halben Jahr, in dem Weiß die Berge dominiert hat, bezaubern nun Krokusse und Schneerosen in den Farben des Frühlings. Oft bedecken Schneerosen ganze Wiesen und man kann sich lange dieser Pracht erfreuen. Wie so viele Frühlingsblumen sind sie nämlich giftig und werden von den Wildtieren gemieden. Bald mischen sich die kräftigen Farben von Schneeheide und Zahnwurz in den bunten Frühlingsstrauß. Wenn der Sommer mit aller Macht ins Land zieht, bleibt oben am Gletscher der Schnee des letzten Winters nicht mehr liegen wie einst. Schmelzwasser rinnt über das blanke Eis, versickert in Spalten und trägt die Sonnenwärme ins Innere des Gletschers und weiter ins Gestein. Das leise Plätschern ist zu einem wilden Tosen geworden. Neben den rauschenden Wildbächen gibt es hier auch viele Karstquellen. Den Ursprung mancher Quellen kann man nur erahnen, bevor sich das Wasser mit urtümlicher Gewalt Bahn bricht.
Kaum eine andere Gegend Mitteleuropas ist so reichlich mit Bergwasser gesegnet. Dort, wo die reißenden Fluten tiefe Gumpen und schützende Felstümpel geschaffen haben, ist die Bachforelle zu Hause. Im sauerstoffreichen, eiskalten Wasser lauern die eleganten Schwimmer auf Beute. Mit ihren charakteristischen roten Punkten gehört die Bachforelle zu den schönsten Fischen der Alpen. Doch nicht nur die Flüsse sind artenreich. Auch in den unzähligen Bergseen rund um den Dachstein sind Forellen und ihre urtümlichen Verwandten, die Saiblinge, zu finden. Diesen Fischen sind Hermann Mayer und der Fischereibiologe Günther Unfer von der Universität für Bodenkultur auf der Spur. Ein Seesaibling sucht in der Nähe einer am Grund gelegenen Quelle nach Insektenlarven. Weder der Saibling noch diese Forelle lassen sich von den beiden ungewohnten Besuchern stören. Die Sonnenstrahlen, durch die Günther und Hermann schweben, tauchen den Lebensraum der Alpenfische in ein zauberhaftes Licht. An diesem Nachmittag sind die Fische in Ufernähe aktiv. Anflugnahrung, also Insekten, die der Wasseroberfläche zu nahe kommen, stehen heute auf dem Speiseplan von Forellen und Saiblingen. Danke, dass du mitgenommen hast heute zu dem Tauchgang da bei dem Alpensee. Ich glaube, wir sind ungefähr 1400 Meter. Mhm. Also ich habe gesehen einen Saibling. Und Forellen nehme ich mal an. Wir waren mal kurzzeitig vorgekommen, Regenbogenforellen. Ja, kann schon sein. Regenbogenforellen hat jetzt keine gesehen. Also allzu viele sind nicht da, aber sehr gut, nicht, weil die können gar nicht her. Also der Traditionsfisch in diesen Höhen ist eher mehr Bachforellen, her, Saibling? Oder? Du ja, also der See ist schon noch ein richtiger Bachforellensee eigentlich. Nicht? Da ist ein schöner Bach, der. Da kann die Bachforelle aufsteigen und den See besiedeln, beziehungsweise dann eben eine Seeforellenform ausbilden. Aber auch der Saibling ist eigentlich typisch, sage ich mal. Ja, wobei er da herum sicher auch ausgesetzt worden ist. Bei dem See, da rinnt der Abfluss in die Enz. Genau. Wie schaut es da weiter aus eigentlich in der Enz dann mit den Fischbeständen? Ja, also wenn es dann runtergeht ins Tal und dann natürlich die Siedlungen anfangen, dann ist die Enz halt auch sehr typisch für unsere Gewässerlandschaft, für die großen Gewässer, die eigentlich alle ziemlich stark reguliert worden sind. Die Siedlungen sind natürlich immer weiter an den Fluss zu gebaut worden und dann hat man müssen sichern. Und klar, Hochwasserschutz ist wichtig, dass die Leute ihre Häuser nicht verlieren. Auf der anderen Seite sind die Gewässer halt natürlich auch dadurch ziemlich, wie soll ich sagen, unter Druck gekommen und haben nicht mehr die Wildnis und die natürliche Dynamik, die sie früher mal gehabt haben. Wie kriegt man diesen natürlichen Lebensraum jetzt für die Fische wieder zurück? Muss jetzt sozusagen die Fehler der Vergangenheit ausbügeln und muss einen Haufen Geld investieren in Rückbaumaßnahmen, damit der Fluss eben wieder dynamischer wird und unterschiedliche Lebensräume aufweist, die Fische dann auch brauchen. So wird dem Fluss an manchen Stellen wieder mehr Raum gegeben. Sand- und Schotterbänke können entstehen, an denen dann Forellen und Saiblinge laichen und Jungfische überleben können. An anderen Stellen muss die Enz das enge Korsett, das ihr der Mensch geschnürt hat, erst noch abschütteln, um zu alter Schönheit und Vitalität zurückzufinden. Wenn die Bergwiesen in üppigem Grün erstrahlen, treiben die Bauern ihr Vieh auf die Alm. Die Kräuterwiesen auf den Bergweiden sind eine willkommene Abwechslung für das Weidevieh. Bis vor wenigen Jahrzehnten produzierten die Bauern der Gegend noch nach guter alter Sitte Milch und Almkäse. Doch die Almwirtschaft rechnet sich nicht mehr. Und so ist nun meist nur noch Jungvieh auf der Alm. Viele der Almhütten und Sennereien sind inzwischen dem Verfall preisgegeben.
Hermann ist zur Wachlinger Hütte am Gumpeneck unterwegs. Diese Alm wird noch traditionell bewirtschaftet. Und Monika Zeferer verarbeitet die Milch ihrer Kühe unter anderem zum typischen Steirer Käse. Aber auf der Wachlinger Hütte gibt es noch mehr. Grüß dich. Ja, grüß dich, Hermann. Schön, dass du vorbeischaust. Danke. Komm, setz dich her. So. Okay, setz dich mal hin. Kann ich ein bisschen zuschauen? Ja, gern. Aufwärmen. Was wird denn aus dem Tag, wenn er einmal fertig ist? Das wären die katholischen Kropfen. Und dann mache ich noch evangelische Kropfen. Aha, habe ich eigentlich noch nie gehört. Was wird denn aus denen? Ja, entstanden ist das eigentlich dadurch, dass der Weizen in der Ramsau gewachsen ist, weil da die Sonne gescheint hat. Und im Talboden, im Einstal, der Roggen. Und das waren die katholischen herunter. Mhm. Und dadurch ist so eine Rivalität entstanden, dass halt geheißen hat, ja, die evangelischen Kropfen und die rockenen Kropfen. Und die Weizenmehlkropfen sind süße Kropfen, die mit Marmelade gefüllt werden. Und die katholischen werden mit Käse gefüllt. Das ist eine pikante Variante. Mhm. Also überall brauche ich einen Roggenkropfen, weil ich muss sehr viel arbeiten. Sehr schön. Aber du musst dann auch gleich selber austreiben. Austreiben? Also austreiben heißt auswählen, ja, mit Nudelholz. Weil dann hat er gleich noch mehr Wert für dich. Ich hoffe, so schlecht schaut der gar nicht aus. Nein, schaut gut aus. Ist so ein bisschen was anderes geworden zu deine. Ja. Aber es gibt ja Leute, die ein bisschen einen anderen Geschmack haben. Ja. Soll ich nochmal anprobieren oder ist es gescheiter? Gerne. Mhm. Tu nur. Wenn du schon so in Schwung bist, da sparst du mir schon wieder Arbeit. So. So, Hermann, jetzt probieren wir es aus. Ob wir schon die richtige Hitze haben. Mhm. Hitze brauchst du da wie viel Grad? Oh je. Sehr warm. Ja, ich weiß es gar nicht. Schau. Wir haben schon Farbe. Und das war's schon. Das war's. Unser erster Krapfen ist fertig. Das ist riesig. Und da haben wir dazu einen Plattelkropfen sagt, stimmt nicht. Habe ich auch schon gehört. Ja, also, okay. Habe ich auch schon gehört. Ja. Gleich da her, oder? Ja, genau. Das haben wir uns jetzt verdient, gell? Das stimmt. So, der Hermann. Wie geht das jetzt voran? Jetzt nehmen wir einen Käse. Und den tust du jetzt da so viel du möchtest, einmal so drauf verteilen. Ja, das ist der steirische Steirerkäse. Gut, der Hunger ist schon so groß jetzt. Werden wir gleich einmal schon. Jetzt? Super. Warte, das tue ich gleich mit, dann kannst du es da gleich anschauen. Mhm. Und jetzt dann nimmst du eine Seite und wickelst das ganz eng zusammen. Jawohl. Dann tust du das unten umdrehen. Ja. So. Und dann oberbeißen und essen. Okay. Mahlzeit. Mahlzeit. Mhm. Und das sollte der armen Leute essen sein. Mhm. Aber gut, gell? Das ist richtig gut. Rings um die Almen liegen weite, fast unberührte Wälder. Nur ein paar Wanderwege führen durch diese urtümliche Landschaft. Hüter dieses Naturschatzes sind die österreichischen Bundesforste. Sie haben große Teile unter Schutz gestellt. Naturbelassene Wälder sind in Europa selten geworden. Und mit ihnen auch die Tier- und Pflanzenarten, die solch eine Vielfalt brauchen. Am meisten Leben findet sich paradoxerweise im sogenannten Totholz. In einer alten Spechthöhle brütet die kleinste Eule Europas, der Sperlingskauz. Bei den Zwergen unter den Eulenvögeln gibt es eine klare Arbeitsteilung. Das Männchen schafft Nahrung heran, das Weibchen betreut die Jungen. Die Übergabe der Beute erfolgt immer außerhalb der Höhle.
Kleine Nager gibt es in den Wäldern zu Tausenden. Aber es gibt nur zwei Elternteile und insgesamt 7 gierige Schnäbel. Was es für das Elternpaar wochenlang so gut wie gar nicht gibt, ist eine Verschnaufpause. Die Nisthöhle bleibt peinlich sauber, denn die Wohnverhältnisse sind beengt. Den kleinen Sperlingskäuzen bleibt in ihrer Hektik dafür wohl keine Zeit, aber den schönsten Blick auf das Land am Dachstein hat man von oben. Der markanteste Punkt der Gegend ist wohl der Grimming. Er galt lange Zeit als höchster Berg der Steiermark. Diese imposanten Bilder von oben will Lukas Huber, Österreichs jüngster Fluglehrer, gerne seinem Co-Piloten Hermann Mayer zeigen. Zuerst aber ein paar Instruktionen. So, Hermann, falls es zu einem Notausstieg kommt, gell, dann sage ich dir das vorher, dass wir abspringen müssen. Das schaut dann so aus von oben, dass du auf der rechten Seite vom Cockpit und auf der linken Seite hast die 2 Hebeln. Naja. Das ist der rote und der da. Ja. Da ziehst du dann beide zu dir her, gell? Mhm. Dann fliegt die Hauben weg, du sitzt im Freien, der Luftstrom kommt auf dich zu. Okay, ja. Dann hast du da deinen Vierpunktgurt, gell? Ja. Das ist egal, den kannst du in irgendeine Richtung dran. Probier mal. Ja. Bist du angeschnallt, dann rollst du raus vom Flieger. Genauso wie du eingestiegen bist, springst du raus. Gleich schwerfällig. Genau. Mhm. Sobald du draußen bist, hast du links den Hebel vom Fallschirm. Ja. Du greifst da mit der rechten Hand her. Mhm. Das ist auf Brusthechen. Mhm. Und ziehst ihn so weit wie möglich weg, okay? Mhm. Okay. Danach hängst du auf deinen Schirm. Ja. Deinen Schirm kannst du nicht steuern, da hängst du einfach dran. Okay. Okay? Schöne Aussichten. Na, du hast ja recht früh zum Fliegen angefangen, ja? Ja, früh zum Fliegen angefangen, genau so ist es. Ja, man hat angefangen mit 15 zum Fliegen. Das ist der frühestmögliche Zeitpunkt, hat er mit 17 einen Fluglehrer gemacht, gell? Und bin dann mit 18 eigentlich der jüngste Fluglehrer gewesen. Mhm. Das lautlose Dahingleiten da hast du eigentlich fast mehr Möglichkeiten, jetzt ist wild zum Sehen, oder? Von der, da habe ich viel Möglichkeiten, das wild zum Sehen. Vor allem im Sommer siehst du die Hirschrudeln, gell? Die, was, wenn es heiß ist, ziehen die auf, natürlich am Berg auf. Das ist voll interessant zum Zuschauen, die Hirschrudeln. Ja, ich meine, für das ist natürlich die Region ja sehr bekannt, weil ich glaube, es ist einer der verlassensten Abschnitte da. In ganz Mitteleuropa, ganz genau. Mitteleuropa. In ganz Mitteleuropa, da hast du recht, genau. Ja, das ist natürlich ein riesiges Gebiet da um den Grimming. Ja. Eigentlich kannst du sagen, der Grimming ist der höchste freistehende Berg in ganz Europa, gell? Der was nicht direkt angrenzt an ein Gebirge. So, ja, man, jetzt klinke ich uns aus vom Flieger, ziehe ich den gelben Knopf und die Leine ist draußen. So, da. Bei uns ist vorwärts gehen. Passt. So, wenn wir Glück haben, sehen wir ein paar Gamsen, da hat es rechts bei der Wand dabei. Das ist eigentlich so das Gebiet, wo sie sich da so mal drum was durchstreifen. Genau, da streifen sie herum. Das ist eigentlich, wenn du da anschaust, ein richtiger steiles Gebiet, gell? Also ein richtiger steiler Hang. Aber die hupfen da herum, als wie wenn das eine flache Wiese war. Da siehst du das eh oben, siehst du das? Ganz oben auf dem Graz sind ein paar. Ah ja, ja. Die kleinen Gämsen sind im Mai zur Welt gekommen und werden noch von ihren Müttern gesäugt. Aber sie sind schon recht trittsicher und tollen auf den Steinwiesen abseits der Wanderwege und Klettersteige. Die Jungtiere leben in einer Art Kindergarten zusammen.
Das übermütig wirkende Spielen und Balgen ist nichts anderes als Training, um später sicher in Fels und Eis klettern zu können. Die Rothirsche gehen den Menschen aus dem Weg. Die männlichen Tiere ziehen friedlich im Rudel über die Matten, während die Hirschkühe mit ihren Kälbern noch in tieferen Lagen unterwegs sind. Die Bergwiesen bieten jetzt nahrhafte Kräuter. Und die Hirsche strotzen vor Kraft. Wo das Rotwild nicht gestört wird, ist es den ganzen Tag über aktiv. Jenseits der Baumgrenze weht ständig der Wind. Und das ist der beste Schutz vor Stechmücken und Fliegen, die jetzt im Tal das Leben unangenehm machen. Der kurze Bergsommer ist für das Wild eine friedliche Zeit. So, da, Hermann, jetzt gehen wir landen, oder? Ja. Und so sind es für Hermann entgegen allen Befürchtungen tatsächlich schöne Aussichten geworden. Die Hänge des Hauser Kaibling, die im Winter ganz den Skifahrern und Snowboardern gehören, sind auch im Sommer belebt. Von rund 900 Schafen, der Border Collie-Hündin Skip, und ihrem Herrl, dem Schäfer Simon Winterling. Die Schafe wollen Tag und Nacht gut versorgt sein. Und um kleine Probleme kümmert sich der Schäfer sofort. Die Tiere gehören 23 Bauern aus der Gegend, die sie den ganzen Sommer über Simon anvertraut haben. Und manchmal gibt es zur Überraschung aller über Nacht sogar Nachwuchs. Bei seiner flotten Wanderung ist Hermann in jenem Gebiet unterwegs, in dem er schon im Winter seine Schwünge durch den Tiefschnee gezogen hat. Skip und Simon sind ein eingespieltes Team. Völlig unaufgeregt und ohne ein lautes Wort des Schäfers führen die beiden die Schafherde zu neuen Weidegründen. Grüß dich. Servus. Grüß dich. Schäfer auf einer Skipiste, selten Anblick für mich. Was ist denn der Grund dafür, dass die Schafe sich auf der Skipiste eigentlich herumtreiben? Der Grund ist, Skipisten müssen begrünt werden im Sommer. Wo was Grünes ist, da wächst. Das kannst du entweder mit großen, schweren Maschinen machen oder mit Schaf. Wenn man das Schaf als Maschine sieht, dann sagt man, okay, das schneidet vorne das Gras. In der Mitte mit den sogenannten goldenen Klauen verfestigt es den Boden, verhindert Erosionen, verfestigt das Ganze. Und hinten hat es einen automatischen Düngeauswurf. Und damit werden einfach die Pisten besser kultiviert als mit schweren Maschinen, die schwere Flurschäden hinterlassen. Dann ist das Ganze natürlich auch sehr kostenintensiv mit Maschinen. Und bei den Schafen hast du am Ende dann noch auch ein Produkt, und zwar das ist ein sehr gutes Lammfleisch. Und du bist abseits der Pisten auch unterwegs und nur auf den Pistenflächen. Das heißt also irgendwo im Gelände, wo im Winter dann auch teilweise gefahren wird. Wir sind selber im Winter runtergefahren, sind da die Schafe auch unterwegs. Okay. Also genau da, wo wir jetzt stehen, Das ist keine Piste. Die Piste kann man da hinter uns sehen. Mhm. Das ist natürliches Almgebiet, da fahren im Winter auch Skifahrer. Ja. Da wird aber nicht beschneit, da fahren keine Pistengeräte. Und das ist eine ganz normale Almfläche, wie überall woanders auch. Und das ist
der mindestens genauso wichtige Teil, dass wir diese Almflächen offen halten. Es braucht irrsinnig viele Menschen oder war früher über Jahrhunderte um Almflächen. Das ist ja alles Kulturlandschaft, das ist ja alles keine reine Naturlandschaft, das ist Kultur. Und es braucht viele, viele Jahre und viele Menschen, diese Flächen zu schaffen. Und es braucht nur 5, 6 Jahre, bis die wieder zuwachsen. Wenn sich der Nebel im Laufe des Tages nur mehr langsam auflöst und der Herbst ins Land zieht, dann ist es für Schafe und Schäfer Zeit, die Skipisten zu verlassen und ins Tal zurückzukehren. Jetzt beginnt das beeindruckendste Schauspiel, das der Herbst zu bieten hat. Die Brunft der Rothirsche. Aus allen Richtungen kommt das Rotwild zusammen. Auf alten Brunftplätzen ringen die Hirsche um das Vorrecht, sich mit den Weibchen zu paaren. Nach all der Aufregung und den wilden Kraftproben ist dann alles schnell vorbei. Und schnell kehrt auf den Hängen, die gerade noch wild umkämpft waren, Ruhe ein. Eine ungewohnte Stille legt sich über das Land. Großen zusammenhängenden Waldgebiete im Land am Dachstein sind ein wahres Kleinod, das in Zukunft noch an Attraktivität gewinnen könnte. Einst waren hier Bär, Luchs und Wolf zu Hause. Vom Menschen in Österreich ausgerottet, könnten diese Ureinwohner schon bald in ihre angestammte Heimat zurückkehren. Wölfe gibt es nun fast schon in allen Nachbarstaaten. Trotz mancher Anfangsschwierigkeiten hat man dort mit den großen Jägern wieder zu leben gelernt. Wenn die tiefstehende Sonne die Lärchen in glänzendes Gold taucht, dann ist für alle sichtbar, der Herbst hat die Regentschaft im Land übernommen. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann der Winter wieder mit aller Macht über das Land hereinbricht. Schließlich beginnt es zu schneien. Langsam, aber unaufhörlich. So unwirtlich die Lebensbedingungen jetzt auch scheinen, die Tier- und Pflanzenwelt der Alpen ist ein Überbleibsel aus dem hohen Norden. Sie ist an die Kälte angepasst. Als sich das Klima nach dem Ende der Eiszeit wieder erwärmte, wichen die Pflanzen und Tiere vor den steigenden Temperaturen in die Hochlagen der Berge aus. Die Alpen wurden zu ihrem letzten Rückzugsgebiet. Doch die Rettungsinsel Alpen ist durch den Klimawandel und die damit steigenden Temperaturen bedroht. Für Hermann Mayer und Chris Walzer, Professor am Forschungsinstitut für Wildtierkunde, sind Zerbrechlichkeit und Schönheit der Natur das Thema, als sie den Dachstein im Winter besteigen. Oh, danke, das Stehenblieben ist zart da, ein bisschen da. Ja, es zieht sich natürlich, aber herrlich. Ja, super, ist schön, ganz schön ist heute. Ja, Chris, was ist am besten? Wo sollten wir unsere Aufstiegsspur anlegen?
Also grundsätzlich müssen wir ja eh, wenn wir am Berg sind, aufpassen, wo wir die Spur anlegen, aber auch auf die Wildtiere achten, auf alle Fälle weit weg bleiben von den Ruhezonen und auf keinen Fall in den Wald reinfahren. Also das ist wirklich, das sollte man nicht machen. Okay, das werden wir vermeiden. Wir haben es jetzt besser da herum. Ja, da bei uns ist wenig Wald. Da brauchen wir nichts. Und werden wir schauen, ob wir noch, wir erwischen schon eine Aufstiegsspur. Genau. Du legst sie, geh danach, gell? Ja. Okay. Gutes. Wasser. Und so geht es stetig bergauf. Zuerst im Schnee, dann im Fels. Gipfel angekommen, bietet sich den beiden ein traumhafter Blick. Herrlich da herum, Chris. Haben wir es sehr gut erwischt heute. Ja, heute haben wir es wirklich schön erwischt. Ja, der Blick rein ins Tal da hinaus, so weit sehen, super, wirklich schön. Aber weißt du, wenn du da runter schaust, da siehst du genau die Probleme, die wir haben in den Alpen. Gell? Da heroben ist herrlich und du kannst herumgehen, wo du willst, mehr oder weniger. Aber unten ist alles verbaut und das fragmentiert die Landschaft. Und gerade für Wildtiere ist es halt schwer, darüber zu kommen. Eine Autobahn, Bahnlinie, ist nicht so leicht. Und was wäre da die beste Lösung dafür? Ja, die beste Lösung ist natürlich, dass man da Passagen macht, dass die immer wieder drüber kommen. Aber das ist nicht ganz so einfach. Man weiß auch nicht, wo die unbedingt drüber gehen wollen, die Viecher. Also in den letzten Jahren, weißt du, durch den Klimawandel und so weiter sind die Pflanzen immer höher gestiegen. So ungefähr 8 Meter in den letzten 8 Jahren. Also das ist gar nicht so ohne. Und dann irgendwann ist man halt oben. So wie wir hier stehen wir oben und weiter geht's halt nicht. Also diese Rettungsinsel Alpen ist auch nur teilweise möglich. Also alles wird es nicht kompensieren können. Mhm. Ist halt mal. So ist begrenzt. Es ist begrenzt, so wie alles halt auf der Welt, oder? Und das, glaube ich, wird oft vergessen, dass alles begrenzt ist, die Ressourcen. Mhm. Wenn ich da so schaue, jetzt zieht es ein bisschen zu. Unten ist zwar noch gut, Gott sei Dank. Ja. Aber ich glaube, wir werden uns... Machen wir uns auf den Weg, weil das ist nicht so schön da jetzt. Wir werden die Abfahrten ein bisschen genießen. Genau, in der Sonne. Mhm. Okay, ich gehe danach. Ich gehe danach. Die Worte von Chris machen mich nachdenklich. Unsere Ressourcen sind wirklich begrenzt. Da heißt es einfach, verantwortungsvoll damit umzugehen. Aber eins darf man ganz sicher nicht vergessen. Wenn es passt, dann muss man es genießen, unsere Natur.